Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shellshock Live. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal in eine Runde. Machen wir mal so. Okay, 70 Damage. Sind wir eigentlich in Teams? Nee, oder? Nee. Gut. Nein, wieso fährst du denn weg? Du standest doch so perfekt. Ich würde sagen, so. Nein! Wieso? Immer wenn ich auf das Spiel hoffe, werde ich verarscht. Ups, das war vielleicht dumm. Hab ich? Nee, hab ich nicht. Okay, dann muss ich den Roller nehmen. Und selbst dann habe ich halt eigentlich keinen Plan, wo ich hinschießen soll. Okay, ich treffe damit sogar noch. Gut, nehmen wir mal die Schlange. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen vorfahren. Das reicht doch. Hoffentlich. Okay, es wäre viel zu weit gewesen, aber er ist ja sowieso jetzt weg. Also kann ich daran sowieso nichts mehr ändern. Dann sind eben die beiden da hinten jetzt. Ich glaube, ich mache... Nee, nicht als erstes ein Earthquake. Machen wir mal... 70. Okay, davon hat einer sogar getroffen. Dann würde ich sagen, machen wir so. So. Okay, wenn sie ja schon in die Nähe fahren, würde ich sagen, könnte das hier gehen. Oh, da war das Teil. Okay, ich sag nichts, das war schon wieder total verkackt. So. Passt das? Irgendwie? Jawohl, gecrittet sogar. Nein. So, zwei Stärke, dann so. So. Da treffe ich einmal. Und dann werden mir die Gegner geklaut. Machen wir erstmal einen Earthquake, würde ich sagen. Ich glaube, der wird das überleben.
wenn ich jetzt wirklich daneben schieße, hätte ich mich selbst ausgelacht. Als ob er die gleiche Idee hatte. Diesmal ist nur einer geliebt, ist schon Fortschritt. Und ich habe fast 2 Level-Ups. So Leute, da sind wir auch schon in der Runde mit Tom Torpedo, Mustaf Amir und Infinite B-Money. Und holy fuck, war der krass, der Schuss. Jetzt werde ich direkt mal vom Spiel beschützt, weil das zu krass war. Dann ist das Spiel schon recht, so krass schieße ich sonst nie. Vor allem nicht in der letzten Aufnahme, beziehungsweise in der letzten Folge, die bei mir gerade eigentlich erst 30 Sekunden, eine Minute rum ist. Und ich so verschissen habe die ganze Zeit eigentlich. Starte ich hier erstmal rein mit dem Bounder, damit ich sicher treffe. Und hab sowieso eigentlich getroffen. 2 so und 1 so. Und Portal übersehen. Nice. Wieso? Das ist mir doch schon in der letzten Folge passiert. Oh nein. Wie gesagt, wenn wir jetzt diese Linie verfolgen, hätten wir ihn vielleicht treffen können. Muss nicht sein. Kommt drauf an, wie das Ganze verzieht, aber kann gut sein, dass wir getroffen hätten. Natürlich quittet er erstmal 5 Milliarden Mal. Okay, ich habe nicht getroffen. Ich habe aber auch eigentlich keinen Plan, ob ich überhaupt hätte treffen können. Ich glaube sogar, dass ich nicht hätte treffen können. Aber egal. Und hier in diesem Part werde ich noch was machen. Und zwar würde ich einfach mal gerne fragen, ihr werdet oben beim i jetzt in der rechten Ecke sehen, eine Umfrage zum Thema, wollt ihr dienstags nochmal wie früher Euro Truck Simulator 2, also so ausschreiben kann ich es nicht, einfach noch, da wird einfach stehen, wieder Euro Truck Simulator, ja, nein, oder ja, nein, oder was Neues, und wahrscheinlich noch in die Comments, das heißt, ihr könnt mir entweder selbst was vorschlagen, oder ich suche mir eben was aus. Fuck, ich habe zu kurz gezielt, glaube ich. Oder es gibt halt weiterhin, wie bisher, Kingdoms and Castles. Was ja auch meiner Meinung nach ein richtig cooles Game ist, wobei ich nicht verstehe, wieso euch das nicht so gefällt. Ich finde eigentlich, dass es momentan von den Spielen, die ich Let's Playe, das, was mir am meisten Spaß macht beim Aufnehmen nach Nihil. Aber ich habe auch noch einige Games, die mir richtig viel Spaß machen, aber ich sie noch nicht zocken kann, weil ich dazu gar nicht die Zeit habe. Okay. So. Machen wir mal. Okay, 35 Schaden. Wie viel Leben habt ihr noch? 34. Das macht 40k.
Kann das stimmen? Ich glaube schon. Ich werde einfach mal jetzt ein bisschen vorfahren. So. Oh Gott sei Dank, ich habe ihn getroffen noch, beziehungsweise ich habe ihn noch bekommen und habe sogar gecrittet. Ich habe nämlich gar nicht gesehen, dass der wieder Rüstung hat. Als ob er es sogar mit so einer Waffe noch trifft. Muss ich jetzt eigentlich jetzt mit dem Teil schießen? Weil mit Waffen, die wenig Schaden machen, kann ich gegen den hier nichts anrichten. Da muss ich jetzt einfach Glück haben. Und das hatte ich nicht. Okay, aber dafür hatte er Glück. Beziehungsweise, er hatte können. Und ich habe mein Teammate verloren eben. Und wir haben noch nicht mal ein Level-Up. So Leute, da sind wir jetzt in einer One-versus-One-Runde. Gegen den Death of Scorpion. Kein Plan, was ich nehmen könnte. Werden wir einfach mal einen Roller nehmen, sobald ich am Zug bin. Oder einen Beacon könnte ich natürlich auch nehmen, aber der springt wahrscheinlich wieder nach hinten. Ich könnte eigentlich auch nochmal in dem Game Fußball spielen, aber das Problem ist, das spielt halt kaum einer. Bei sowas wäre ich halt mal froh, wenn ich ein bisschen größerer YouTuber wäre, sodass ich halt einfach mal in ein paar Runden, in ein paar Lobbys reingehe und so schreibe, hat jemand Bock auf Fußball, und dann kommen halt ein paar Leute einfach mit, die Fußball spielen, aber das ist meistens halt nur der Fall, wenn man ein YouTuber ist oder die Leute halt ultra cool sind. Aber da das meistens nicht der Fall ist, ist es, ja, vor allem in dem Game, da wird man ja auch meistens einfach grundlos aus den Lobbys gekickt. Kein Plan wieso, das spielen wahrscheinlich irgendwelche launische 8-Jährige. Will natürlich hier jetzt keinen beleidigen, aber ich verstehe nicht, wieso viele Leute einen einfach grundlos aus der Runde kicken immer. Dafür hätte ich halt gerne einfach mal einen Grund, einen guten Grund. Und ich glaube, ich kann ihn gar nicht treffen. Nee, ich glaube, ich kann wirklich nicht treffen. Fragt mich nicht, was ich hier gerade mache. Fragt mich nicht, was ich hier gerade gemacht habe. Ich habe selbst keinen Plan. Ich hoffe einfach nur, dass der jetzt dort bleibt. Dann kann ich nämlich mit der Sniper ihn vielleicht treffen. Nein, fahr doch mal zurück. Nein. Okay, er trifft mich. Und macht sogar relativ viel Schaden. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich hier so hinfahren. Und dann auf 177. Jawohl. Und sogar noch das Zahnrad aufgenommen. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viel Schaden ich gemacht habe. Ich glaube 100, oder? Oder habe ich es gerade sogar gesagt? Es kann sein, dass ich innerhalb von einer Sekunde gerade vergessen habe, was ich gesagt habe. Das ist so typisch für mich. Also sorry, falls ich es eine Sekunde gesagt habe, bevor ich gesagt habe, ich habe keinen Plan, was ich gerade gesagt habe. Und falls ich jetzt jemanden damit verwirrt habe, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Das kann ich nämlich auch gut. Und ich glaube, den haben wir ein bisschen zerfickt.
Aber jetzt bekommen wir Level Up. Ein Tank Upgrade und wir haben die Uzi bekommen, die ultra scheiße ist. Meiner Meinung nach. Sie ist zwar besser als die Glock, aber sie ist trotzdem immer noch ultra scheiße. So Leute, und da sind wir auch schon wieder in der Runde. Das ging für mich so schnell, dass ich gar nicht durchlesen konnte, was ich gerade geupgradet habe. Auf jeden Fall habe ich beim Tank das letzte geupgradet. Ich werde es euch auch nach dieser Runde gleich nochmal zeigen, weil ich zu faul bin, um eine Einblendung zu machen. Ich gebe es wenigstens zu. So. Nein. 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 Wieso? Okay. Bitte treff, bitte treff, bitte treff. Nein! Fuck! Das darf doch nicht sein, Leute! Als ob der Schuss mit Double Damage jetzt so verkackt. Oh nein! Hopp, jetzt müssen wir treffen. Das muss ich aber erzwingen. Okay, ohne Double Damage ist das sogar schon relativ okay für die Stufe 1. Ja, alles klar, 72 mit dem Area Strike. Ich schaffe damit nicht mehr als 24. Treffe ich damit? Nein, nicht wirklich. Ich muss gleich etwas aufnehmen, um mich abzureagieren. Ach genau, Leute, was ich noch mit euch ansprechen kann, wenn ihr diese Folge seht, das sollte am 27.8. Nee, am 28.8. sein. Genau, am 28.8. Dann ist es nicht mehr lange, bis ein neues Let's Play startet. Weil, wenn ich jetzt mal gucke, ich habe letztens in Portal, haben wir ja, ich weiß nicht, ist die Folge an dem Zeitpunkt jetzt schon raus? Wenn nicht, habe ich euch gespoilert, sorry. Haben wir im Grunde den vierten Storypunkt innerhalb des Koop-Modus jetzt erreicht. Das heißt, dort gibt es nochmal 9 Testkammern und dann ist man, glaube ich, durch. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich glaube, so ist das. Also, bitte nicht schlagen, wenn es doch nicht so ist. Also, ich habe nichts gesagt, okay? Also, warum ist das Teil jetzt so weit geflogen? Ich weiß, das Teil hat manchmal eine unterschiedliche Range, aber so krassen Unterschied hätte ich jetzt nicht erwartet. Vor allem habe ich jetzt keinen Plan, was die normale Range ist. Egal, nochmal zurück zum Thema. Ich wollte damit eigentlich ansprechen, wenn wir jetzt mal rechnen. 9 Level. Und ich schieß mal noch ein bisschen. Nee, ich lass das mal. So machen wir, okay. Ist ein Kompromiss. 9 Level sind's noch. Natürlich, ich hätte es anders machen sollen. 9 Level. Davon würde ich rechnen, so 2 bis 3 im Part. Also wir wollen nicht davon ausgehen, dass ich so mache wie in dem Part, den wir letztens hatten, wo ich ewig lang an einem Level saß und ich euch das dann irgendwann einfach nur rausgecuttet habe, weil ich euch nicht so ewig darum sitzen lassen will. Also da könnten wir schon bald fertig sein und das nächste Let's Play steht schon in den Startlöchern. Ich gebe euch schon mal einen Tipp. Ich habe die ersten 5 Folgen aufgenommen. Was zur Hölle?
Weiß das das Level ab von der 3D-Bombe? Sah auf jeden Fall so aus. So. Mal so sehen, ob ich damit treffe. Oh ja, schon ganz okay. Hab jetzt zwar nur noch Mist, aber das war schon mal ganz okay. Was macht er? Nicht wirklich viel. So. Nochmal eins kürzer. Sollte das reichen? Ich hätte es lassen sollen. Warum kann ich es nicht einmal lassen? Ich bin darin echt nicht gut. Ich verschlimmere Sache, vor allem in Shellshock. So oft das, was ich mache. Und ja, ich mache gerade eine komische Handbewegung, die ihr nicht sehen könnt. Läuft bei mir. Okay, Area Strike, nee, ist scheiße. Ist alles scheiße eigentlich. Oh nein, nicht das, was ihr denkt. So. 24er Crit und jetzt trifft nichts mehr. Klar. Klassisch für mich. Sowas von klassisch. Ich kann gar nicht anders, als nicht zu treffen mit der Waffe. Deswegen werde ich jetzt auch schon wieder sterben. Ja. I'm dead. Aber damit würde ich sagen, war es das dann auch schon wieder für heute mit Shellshock. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ein Like, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und tschüss, bis zum nächsten Video.